Hey ho, ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Ich bin Arne Sieberdamm. Heute geht es hier um die Plätze, die regelmäßig zum Wochenende von LKWs belegt werden. Aber bevor es richtig losgeht, bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Aufgeworfene Fragen betreffen eigentlich nur den hinteren Teil der Straße am Sieberdamm in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharz-Metropole und Esperanto-Urbo, da der Bereich ab der Hagenstraße nach vorne nur für Pkw freigegeben ist. In diesem Bereich stehen am Wochenende immer reichlich Lkw. Heute ist es relativ mager. Ich habe hier nur zwei Lkw mit Anhänger und eine Zugmaschine. Normalerweise sieht man hier also um die fünf Lkw, meist auch mit Anhänger. Für die Lkw-Fahrer ist es zunächst am Anfang des Wochenendes natürlich praktisch, weil bei Thomas Philips gibt es halt Lebensmittel, die man kaufen kann. Es gibt eine Dönerbude. Das ist also vielleicht sehr gut, weil das halt auch relativ kurz in die Innenstadt ist, von den Wegen her. Aber ich frage mich, wie sieht das am Sonntag aus? Wie funktioniert es mit der Notduft? Und ehrlich gesagt, ich frage mich, muss das sein, dass hier Lkws abgestellt werden? Weil der Sieberdamm gehört eigentlich zum Naherholungsgebiet Domeyerpark. Und da würde ich mir wünschen, dass es eigentlich eine bessere Lösung gäbe. Ich fände es ganz gut, wenn komplett vermieden werden könnte, dass hier am Sieberdamm Lkw geparkt werden über das Wochenende. Das ist halt einfach so, wenn die Leute zwischen den Lkws über die Straße laufen, kann das zu Behinderungen führen. Und vielleicht kann man ja auch einfach mit dem Schild überlegen, dass die Lkw entweder weiter im vorderen Bereich parken könnten oder dass da Stellflächen anderweitig zur Verfügung gestellt werden, wo die Leute unkompliziert ihre Ruhezeiten einhalten können. Das, was im Augenblick gerade hier ist, mit dem Schild, auch dass nur der hintere Bereich zur Verfügung steht, das sollte man ändern.